Guten Morgen, ich bin Adel, der Reisende. Und ich lebe in meinem Camper mit meinen zwei Hunden, Gordy und Buddy. Die kriegt man immer schwer aufs Video. Und ich habe hier an diesem wundervollen Platz hier übernachtet. Ich bin auf gut Glück hier hochgefahren, 400 Meter über den Meeresspiegel. Östlich von Alanya bin ich. Ich bin gestern noch weitergefahren. Ich war nördlich von Manavgat bei Side. Bin jetzt ungefähr 80 Kilometer östlich. Insgesamt bin ich so genau 100 Kilometer gefahren. War Zufall. Also ich habe jetzt vor, immer so um den Dreh weiterzufahren in den Osten der Türkei. Ja, also es ist erst 9 Uhr. Wir sind gerade aufgewacht. Und bevor ich frühstücke, werde ich mir hier diese antike Stätte, Sedra heißt die, anschauen. Und nehme euch da mit. Hier ist sogar einer, der sitzt in so einem Häuschen. Das kostet wahrscheinlich Eintritt. Das ist ein kleiner Parkplatz. Die Zufahrt war auch sehr eng und sehr, sehr, sehr steil. Habe ich gestern in der Dunkelheit gemacht. War kein Gegenverkehr zum Glück. Und ja, mal gespannt, was da auf uns zukommt. So, wir sind drin. Hier geht es erstmal steil aufwärts. Puh. Der Eintritt ist frei. Ich weiß gar nicht, warum der Typ da sitzt. Keine Ahnung. Passt ein bisschen auf. Oder so, ich weiß es nicht. Ja, es ist aber große Städte, habe ich gelesen. Es gibt eine höhere Stadt und eine niedrigere Stadt, wie man hier auch sieht. Ganz viele Schilder. Ja, hier haben wir schon mal eine wundervolle Aussicht. Da unten stehe ich. Okay, man kann hier wundervoll laufen, nicht stolpern, es ist perfekt wieder mal. Ich hatte gestern Abend keine Lust, irgendwo unten bei den Hotels zu übernachten. Da sind zwischen, also von Side aus bis Alanya ist quasi eine Küstenstraße, die führt die ganze Zeit an der Küste und ein Hotel nach dem anderen. Ich habe das nur im Dunkeln gesehen. Wundervolle Natur hier. Also ein perfekter Morgenspaziergang. Wir haben perfekt auch hier geschlafen. Der Platz ist jetzt nicht eingetragen in der Park4Night-App. Man muss nicht immer danach gehen. Ich schlafe lieber da, wo nicht immer Camper stehen, weil das nervt dann irgendwann die Leute hier oder an anderen Stellen und dann wird es nicht mehr erlaubt. Also es hat seine Vorteile, aber kann auch seine Nachteile haben. Ja, man kann generell sagen, also fahr einfach einen Parkplatz an, zum Beispiel von so einem in antiken Städte. Da kannst du immer stehen. Die Hunde lieben die Aussicht auch. Ne? Was machst du denn da oben, Buddy? Der Buddy, der findet das so cool hier. Ja, komm runter. Die Hunde, die finden das so spannend. Das ist wie so ein Spielplatz. Wow! Hier gibt es sogar eine kleine Quelle. Ja, die Hunde, die sind so cool drauf. Die freuen sich hier zu sein. Ich weiß nicht, die gehen hier voll ab. Meistens werden solche Plätze
an besonderen Punkten auf dieser Erde errichtet. Und so, also quasi Kraftorte mit einer besonderen Schwingung wahrscheinlich. Und die Hunde spüren das scheinbar. Oder die finden dieses Labyrinth einfach toll. Ja, wir sind oben an der oberen Stadt angelangt. Hier kann man reinlaufen. Ein ganz enger Schacht. Oh ja, das ist was. Da laufen wir durch. Da ist der Gadi, da kommt der Buddy, komm. Die Beschilderung ist ja auch mega, auch auf Englisch. Das ist das Heron. Hier, Heros in Greek means hero. Ja. Heron ist quasi Hero. Ist ein, wie heißt das? Ein Held. Hier wurden die, die Adligen und Helden und Halbgötter quasi bestattet. Ja. Das war mal eine Kapelle aus dem 12. Jahrhundert. Das hier war mal eine Kirche aus dem 5. Jahrhundert. Also hier wurden natürlich in verschiedenen Zeitepochen ein Bauwerk auf das andere gebaut. Aber die ältesten Funde sind hier so um 50 circa nach Christus. Also das war hier mal eine Akropolis oder so, habe ich gelesen. Sogar vor Christus, also 100 oder 50 bis 100 Jahre vor Christus, wurde das datiert. Also ich bin jetzt an der Spitze quasi. Hier oben wurde dann was anderes drauf gebaut irgendwie. Aber die Blöcke von der Akropolis wurden hier genutzt zum Bau anderer Bauwerke nachher. Und durch die Inschriften konnte man da erkennen, wie alt das hier ist. Ja, da hinten sieht man Alanya. Das ist die Stadt Alanya. Okay, ich muss sagen, jetzt gehen wir noch zur Säulenstraße. Das ist so quasi das Highlight, würde ich sagen. Weil hier die Gebäude, da ist nicht wirklich mehr viel zu erkennen. Das sind wirklich Ruinen. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, hier herumzulaufen. Erstens wegen der Energie. Zweitens wegen der Aussicht. Drittens für den Auslauf meiner Hunde. Die finden das mega. Viertens für den Auslauf für mich. Ich brauche auch etwas Bewegung und fühle mich richtig gut. Fünftens, weil es einen höheren Sinn hat, eventuell. Ich werde immer wieder zu antiken Städten hier in der Türkei geführt. Ich weiß nicht, also ich habe diese eigentlich noch gemieden vor kurzem. In Griechenland habe ich fast gar keine besucht. Da hatte ich für mich eine andere Aufgabe gehabt, zu mir zu kommen, als Adel, der Reisende. Ja, also ich heiße ja Adel, ne? Und in der alten Welt, sage ich mal so, in der konventionellen Welt heiße ich André. Und jetzt, auf dieser Reise, nenne ich mich Adel André. Also ich bin ja beides. Ja, aber als Adel war ich der Aussteiger, der Hippie-Aussteiger auf Kreta und auf Peloponnes. Jetzt sind wir in der Säulenstraße angekommen. Also hier fühle ich mich wirklich wie so ein Adeliger. Adel. Privilegiert hier quasi auf dieser Promenade zu laufen.
schätze, dass diese Säulen aber Nachbildungen sind. Das sieht mir noch alles etwas zu gestellt aus. Aber es ist schön, dass es nachgebaut wurde. Ich weiß nicht, kann auch alt sein. Doch, warum nicht? Okay, wow, das ist ja noch ein riesiges Areal hier. Also es ist echt eine große Stadt gewesen hier oben mit dieser wundervollen Aussicht. Diese Säulenstraße ist der soziale Treffpunkt quasi von der Stadt gewesen. Und unter dieser Straße sind auch Kanäle und Zisternen angebracht. Und ja, das ist, was ich gerade so ein bisschen aufgeschnappt habe beim Lesen der Beschilderung. Also super, dass hier wenigstens ein bisschen was erklärt ist. Das macht das Ganze etwas interessanter dann, ne? Jetzt habe ich auch den Titel. Ich weiß nämlich, also ich überlege mir ja manchmal während der Aufnahme das Thema des Titels, das Thema des Videos. Adel auf Reisen. Der Adel mit dem Luxuscamper. Den zeige ich gleich nochmal. Also noch etwas zur Geschichte. Ich habe gelesen, dass der, wie heißt der, Pompeius Magnus, der eine wichtige politische und militärische Position einnahm hier und hier die Piraten am Mittelmeer beseitigte, musste allerdings nach Ägypten fliehen, als er den Krieg gegen Julius Caesar verlor. Quasi 48 vor Christus war das. Ja, interessant. Ich bin ja aus Ägypten. Mein Vater ist Ägypter. Daher auch der Name Adel, der ist ja arabisch und hat eigentlich nicht direkt was mit dem Adel in Deutschland zu tun. Vielleicht hat meine Mutter sich was dabei gedacht. Sie ist ja Deutsche. Es ist auf jeden Fall ein schöner Name. Und steht auch für der Edle. Und auch für die Gerechtigkeit. Ja, das ist mein Luxuscamper. Baujahr 1919. Ach Quatsch, 2019. Und man hat mir mal geschrieben, einer oder mehrere schon, der Camper würde gar nicht zu mir passen. Der ist zu neu. Für mich wäre besser so ein Hippie-Camper oder ein Allradfahrzeug. Weil ich habe auch schon mal festgefahren im Sand. Allerdings war nicht der Sand das Problem, sondern ein Baumstumpf, der mich dann festgehalten hat und ich da nicht mehr rauskam. Ja, also mich kann man ja nicht in eine Schublade stecken. Ne? Ich bin kein Hippie, ich bin auch kein direkter Aussteiger, ich bin ein Reisender, kann man sagen. Ganz einfach, Adel der Reisende. Das passt. Und der Camper, der ist jetzt aktuell genau richtig in meinem Leben, weil das ist auch mein Investment. Also
wenn ich Geld mal brauchen sollte, zur Not, kann man den immer noch verkaufen und ein günstigeres kaufen. Also da kann ich dann auch noch ein paar Jahre von leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in der Türkei verbringen würde. ja. Und praktisch ist, ich habe an keiner Grenze Probleme. Ich sehe dann nämlich nicht aus wie ein Hippie, wenn ich meine Haare so zusammenbinde. Dann und ein Hemd anziehe und ein bisschen schicker bin, dann winkeln die immer durch. Ich kenne sogar Familien mit Kindern, die einen Hippie-Camper haben, so einen Mercedes, einen alten, umgebaut. Die haben dann auch so ein bisschen Raster und so. Und ja, die werden ständig kontrolliert an den Grenzen nach Drogen und so weiter. Ich wurde noch nie nach Drogen kontrolliert. Und ich war schon in jedem, kann man fast in jedem südlichen Land von Europa, südwestlich und östlich von Deutschland, mit diesem Camper. Und das ist der Vorteil. Und ich mag den Luxus, ehrlich gesagt, hier mit diesen Sitzen und dem Panorama. Und ich habe ja eine Toilette hier, eine Dusche, einen großen Duschraum und ja, großes Bett, kann ich auch mal zeigen, wer das noch nicht kennt. Ja. Die Hunde schlafen rechts, ich schlafe links und abends sitze ich in der Mitte oder sitze hier und großen Kühlschrank, Herd ist da drunter, Waschbecken, alles was man braucht. Genau, und deshalb ist der Wagen genau perfekt. Klar, Allrad wäre auch nicht schlecht. Aber man braucht es nicht unbedingt. Da, wo ich hinfahre, eigentlich normalerweise nicht. Okay, jetzt wird gefrühstückt. Ich habe jetzt Hunger. Es ist schon 10.20 Uhr. Ich bin über eine Stunde rumgelaufen. Ja, zu einem Adel gehört auch ein adeliges Frühstück, ne? Und ich mache mir meistens Müsli morgens. Diesmal gibt es Banane mit Kaki und Feigen getrocknet und Haselnüsse und andere Dinge. Und für die Hunde gibt es auch was Adliges diesmal. Also ich habe entdeckt, dass zum Beispiel so eine Kilo Fleischwurst, je nachdem wo man die kauft, 1-2 Euro kostet. Und eine Dose Hundefutter, so eine 400 Gramm Dose, kostet schon 2 Euro. Es ist so ungefähr doppelt so teuer als in Deutschland Hundefutter. Und die Hunde stehen darauf. Ja, der Gordi frisst noch nicht mal mehr das Trockenfutter. Deshalb habe ich jetzt sowas gekauft und festgestellt, der Kilopreis ist ungefähr ein Viertel von dem Nassfutter, was ich sonst kaufe für die Hunde. Oder die Hälfte. Ja, und bestimmt auch nahrhafter für die Hunde. Und deshalb gibt es jetzt auch adliges Futter für die Hunde. So sieht's aus. Ne? Der Gordi sitzt schon parat. Bämmer. Bämmer, wuff. Lauter. Komm, nochmal. Wuff. Lauter. Bämmer. Aha. Gut, der Buddy, der bellt nicht, ne? Oder? Geh mal raus. Geh mal raus. Bämmer, Buddy. Ja, Bämmer. Bämmer. So verrückt sind die zwei darauf. Bämmer. Geh mal raus. Raus. Sitz. Sitz. Dann gib mal ein linkes Pfötchen. Rechtes Pfötchen. Anderes Pfötchen. Platz. Ja, der kann da alles, der Gordi. Der kann alles. Ich mach das ab und zu als Spiel mal für die. Du auch, sitz. Sitz. Geh mal weg. Weg, Gordi. Geh mal auf Seite. So.
Geh mal linkes Pfötchen. Rechtes Pfötchen. Yummy, yummy, yummy. Ja, mehr. Wuff. Der Gordi, der macht das. Beim Arbeiten. Upsala. Okay, jetzt kriegen sie ihr Futter. Genug. Genug. Sitz, sitz. Bleib. Bleib. Erstmal der Große. Sitz. Da ist der Gordi. Hallo. Sitz. Sitz. Hallo. Ja, oh, bleib. Bleib. Okay. So, jetzt sind die Hunde versorgt. Mit dem besten Futter. Muss ich auf jeden Fall nachher nachkaufen. Am besten bei BIM. Da ist es super günstig. Und bei Migros, das ist zwar eine super Kette, die alles hat. Da findet man, ist gut bestückt, sage ich mal, für einen Supermarkt. Kann man mit Rewe oder so vergleichen. Ja. Allerdings sind die Preise etwas höher. Ja, also, dann guten Appetit. So, ich habe noch sehr nette Leute hier getroffen. Deutsche Camper. Mit einem mega ausgebauten Camper. Ich darf es leider nicht filmen. Die sitzen quasi oben auf ihrer Dachterrasse. Die haben einen eigenen Waschtrockner mit drin. Über Generator, Solar und noch irgendwas betrieben. Fette Batterien. Und ich habe zurückgewunken gerade. Sehr nette Menschen. Im Rentenalter, die hier gemütlich jetzt hier rumreisen. Und die sitzen gerade oben auf der Dachterrasse. Das Dach kann man so hochfahren und ausschieben. Und dann oben haben die auch ihr Bett. Und können dann mit dem Sternenhimmel quasi schlafen. Also mega cool gemacht. Also eines der besten und coolsten selbst ausgebauten Camper, die ich je gesehen habe auf der ganzen Reise. Ja, und jetzt fahren wir zur Zapatere-Schlucht. So heißt es da. Da gibt es auch ja so Wasserfälle und Wasserläufe und sowas. Okay. Ich habe mal auf dem Weg jetzt auf der Hälfte der Strecke Halt gemacht. Insgesamt sind es 26 Kilometer, dreiviertel Stunde braucht man dafür. Und jetzt bin ich hier am Anfang dieser Schlucht quasi. Das Wasser unten schimmert richtig schön, blau-grünlich. Und ich bin gespannt. Es war eine Empfehlung von dem lieben Sion, Bruder. Ja, wir sind angekommen. Das ist die Zapatere-Schlucht quasi. Ja, so sieht es hier aus. Hier im Inland ist es herbstlich. Also die Bäume haben gelbe Blätter oder keine Blätter mehr. Das ist der Fluss. Erinnert mich an die Alpen. Eine hohe Schlucht hier. Scheinbar kein Eintritt.
Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Vorne war nur ein Restaurant. Ein paar Autos, nicht viele Leute. Scheint doch sehr neu zu sein. Da ist ein Schild 2022. Kann sein. Also ich habe bei meiner Reise sowieso bemerkt, dass vieles hier erst seit kurzem erschlossen wird. Ja, ich konnte mir jetzt gar nicht vorstellen, dass hier kein Häuschen ist, das abkassiert. Da kommt es. 1 Euro Eintritt, 30 Lira und ein Hund. Und da fängt die Schlucht an. Die sieht ja echt Hammer aus. Ah, guck mal, ein ganz kleiner. Ein ganz kleiner. Yeah. Guck mal hier. Ja, ich muss leider die Hunde zurückbringen. Im Canyon sind keine Hunde erlaubt. Schade. Aber kann ich auch verstehen. Ja. Okay, wir sind rein. Willkommen ohne Hunde. Ja, bin mir nicht so sicher, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dass ich nicht mit meinen Hunden in der Natur laufen darf, dann wäre ich nicht hier hingefahren. Aber okay. Das ist immer, wenn man an Touristenpunkten ist. Nicht immer, aber immer öfter. Also hier gibt es einige Verbote. Man darf nicht allen, nicht rauchen, nicht essen, nicht sitzen, nicht tauchen. Man darf die Kinder an der Hand nehmen und man muss aufpassen, dass keine Steine einem auf den Kopf fallen. Immer hochgucken. Und man darf nicht ertrinken. Und man darf kein Alkohol im Wasser trinken.
Ja, das war die Schlucht erstmal. Hier kann man noch weiter wandern bis zu einem Aussichtspunkt, sage ich mal. Aber für mich macht das jetzt keinen Sinn, hier in der Natur ohne meine Hunde rumzulaufen, und die warten auf mich im Camper. Deshalb laufe ich jetzt wieder runter. Lala. Gefährlich. So, das war's mit dem Video. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch einen wundervollen Tag und ja, guten Rutsch, kann ich schon mal sagen, und alles Gute fürs neue Jahr. Euer Adel, der Reisende.